wie sagt man immer so schön, profunden Kenner des Fußballs, des norddeutschen Fußballs, des Hamburger Fußballs zitieren. Oktober 2008, wenn wir schon wirklich die Zahlen haben, wollen wir sie auch genau nennen. Da hat er gesagt, der HSV ist ein Weltverein, ein reiner Weltverein. Meine Damen und Herren, hier ist Ditsche! Das gibt es hier gar nicht. Es ist eine Raute, eine reine Raute. Es ist eine reine Raute. Mahlzeit. Geht euch das gut? Mir geht es auch gut. 1:0 ist das Stichwort. Hier, aber weißt du was? Weißt du was? Ihr müsst mir jetzt mal ein bisschen zuhören. Weißt du was? Es ist nicht zu fassen. Hast du bitte gesehen? Warte mal, ich muss mal erstmal mein Geschenk aus dem Fanshop abstellen. Hörst du das Geräusch? Bitte, bitte, bitte. So, jetzt pass auf. Jetzt warte mal bitte. Weißt du was? René Adler, 81. Minute. Hast du bitte gesehen, wie der das Ding rausgefischt hat? Es gibt ja gar keine Titanen mehr, das ist das Stichwort, ne? So, nun warte mal bitte. Weißt du was, René Adler, ne? Er ist ja ein reiner Titan. Und nachdem jetzt Oli Kahn Vogelgrippe hat, ne? Ist es ja jetzt so, dass er der neue Torwart-Titan wird. Und Schildkröte, ne? Schildkröte hat mir gesagt, dass es jetzt auch ein Lied für ihn gibt. Und zwar, weil er so fliegt. Fly like an eagle, ne? 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 Aber weißt was ich mir gesagt habe? Ich verstehe das gar nicht, weil ein Igel kann doch gar nicht fliegen. Ne? Jetzt aber weißt du was? Moment mal bitte. Schildkröte, jetzt kennst du überhaupt Schildkröte? Kennt den jemand hier? Für die Leute, die nicht wissen, wer das ist, er arbeitet in Poppenbüttel im Baumarkt. Und wenn du dort bin ich jetzt heute hingefahren, weil ich wollte aus meinem Wohnzimmertischplatte, wollte ich eine Raute sägen lassen, ne? So, und dann bin ich dahin und bin beim Schwarzfahren mit der U-Bahn erwischt worden. So, weißt du, das kostet mich 40 Tacken. 40 schlanke Tacken haben die mir abgenommen. Ne, jetzt aber für die Leute, die nicht wissen, wo das ist und wer das ist. Wenn du jetzt zu Schildkröte nach Poppenbüttel fahren willst, fährst du aus der Stadt. Von Jungfernstieg mit der U1 über Kellinghusen, Halderstraße fährst du Kelle, fährst du bis Ohlsdorf, steigst du um in die S-Bahn, fährst du bis Poppenbüttel. Steigst du aus, gehst du Poppenbüttel raus, gehst du über die Treppe rüber, dann den Weg da lang, gehst du hinten, ich weiß nicht genau, wie die Straße heißt, das ist ja egal, gehst du weiter, wo der große Einkaufszentrum ist, gehst du durch, ist ein Baumarkt. Ganz am Ende, da steht Schildkröte. Und dann hat er, nee, warte mal bitte, weißt was, und dann hat er eine Mickey Mouse auf dem Korb. Er sagt zwar, das hat er, weil da sonst der Krach von der Säge so laut ist, aber ich glaube, weil er dort die Sägespäne nicht entsammeln will. So, und jetzt gehst du mal hin und bringst du von zu Hause ein Brett mit. Ein reines Brett, ist egal was für ein Brett. Jetzt muss ich sagen, 19 mm Spanplatte mit einem Resopal auf und einem Umleimer, ne? So, muss ich sagen, 67,4 mal 23, jetzt nur als Beispiel jetzt, ne? Gehst du hin, sagst du, guten Tag, Herr Krüdenmann, ich möchte gerne, sägen Sie mir mal das Brett neu, ne? So, und zwar mal sagen auf 70 mal 40, ne? Das ist an für sich ein Lacher an der Stelle, weil ich habe vorher gesagt, dass das Brett 67,3 mal 23 war. Aber weil ihr nicht zuhört, habt ihr das nicht verstanden, ne? So, jetzt sagt er, pass auf. So, und sagte, kannst du mir das mal zusägen auf 70 mal 40? Und weißt, was Krödenmann dann sagt? Dann sagt er, ja. Und dann probiert er das stundenlang. Das ist für mich ein reiner Titan. Und was ich, apropos Titan, der Pop-Titan ist das Stichwort, ne? Dieter Bohlen, ne? Ne? Ich hatte doch jetzt über Schwarzfahren mit der U-Bahn, hab ich ein Lied geschrieben. Das wollte ich ihm anbieten bei DSDSDS, ne? Kennst du? Das heißt, Ditsche sieht Deutschland sucht den Superstar.
Ne? Jetzt, ne? Ne? Also eigentlich heißt das ja sogar, DSDSDSMDDAS. Ditsche sieht Deutschland sucht den Superstar mit Dieter, dem alten Sack. So, weißt du nämlich warum? Ich will dir das mal sagen. Weil man sagt, er ist ein Pop-Titan. Aber das ist für mich das größte Missverständnis in der Musikgeschichte seit Beethoven. Weil bei Beethoven war das so, Beethoven, der war ja am Ende so taub, dass er dachte, er ist Maler. Und bei Dieter Bohlen ist das genau umgekehrt. Der Mann ist so blind, der denkt, er macht Musik. Ne? Ne? So, und deswegen habe ich jetzt ein Lied gemacht. Im Dieter Bohlen-Steil. Und das biete ich jetzt bei DSDSDS an. Und zwar übers Schwarzfahren in der U-Bahn. Mal ein ernstes Thema, heiter verpackt. Da kann er seinen Mark Medlock mal schön mit rumschicken. Weißt du, das ist doch der, der immer von der Bühne pöbelt. Ne? Ich denke immer, die Leute, die sowas machen, die haben auch Wasser in den Beinen. Weißt du warum? Weil die haben auch in der Badewanne den Arsch offen. Ne? So, jetzt pass auf, jetzt kommt das Lied. Pass auf. Pass auf jetzt hier. Jetzt kommt das Lied über Schwarzfahren in der U-Bahn im Dieter Bohlen-Steil. Pass auf, los geht das. Ne? Das geht immer so. So ist das so immer bei dem. Das ist so festgenagelt. So, also los geht das. Driving in the underground. Da kommt a man with a Schäferhound. Er sagt im Sekontrolleur. Tickets, please, but I don't care. I try to jump out of the door. But it is not open more. They see, catch me, diese Spacken. Und das kostet mich 40 Tacken. Achtung, jetzt kommt der Refrain. Achtung! 1, 2, 3. Baby, baby, sweet emotion. Driving black in locomotion. Baby, baby, my body lotion schwitzt auf meinem Hemd. Jetzt kommt der Chor, da klemmen die immer die Eier ein. Achtung! Baby, baby, sweet desire. Driving black geht auf die Eier. Baby, baby, I must rire on the floor. So. Das war's von mir an und für sich. Ich würde sagen, nur der HSV, die Raute im Herzen. Macht das gut, Leute. Tschüss. Ditsche, Olli Dittrich, der rautigste Bademantel der Republik.